Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich habe Post gekriegt, ich freue mich auch schon riesig. Diese Post liegt schon ein, zwei Tage bei mir. Ich musste warten, bis ich dazu kam, diese Folge zu drehen. Das Ding ist noch verklebt und verschlossen. Und wie ihr dem Titel dieses Videos entnehmen könnt, geht es um nachhaltiges Saatgut. Ich habe mir da so meine Gedanken gemacht, auch letztes Jahr schon, auch eine Firma unterstützt. Das war mir persönlich ganz wichtig, weil das nicht nur einfach eine Firma ist, sondern eine Firma, die ja, sich auch um Menschen kümmert mit Handicaps und mit in diesem ganzen System integriert sind und die da einen Platz finden für ihre Berufung. Ich finde das toll, mich freut das und ich möchte das einfach unterstützen. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Was da sonst noch hinter steckt, dazu komme ich gleich. Ich möchte euch Saatgut vorstellen und das Tolle ist, am Ende gibt es noch eine Verlosung. Ja, ihr dürft gespannt sein, ihr dürft euch freuen. Ich lieg direkt los. Erstmal fangen wir damit an. Da oben werde ich jetzt einmal Werbung einblenden für das Rechtliche. Das gehört dazu. Dann werde ich mich jetzt mal drauf und dran machen, dieses schöne Paket auszupacken. Ja, Überreichung. Geht los. So, mal schauen, was drin ist. Schauen wir mal. Sinnvoll. Kein Plastik, gefällt mir immer gut. Ja, toll. Also es war, ich freue mich wieder, dass ich unterstützt werde bei dem, was ich hier vorhabe. Es ist mir persönlich sehr wichtig, dass ich da auch voll und ganz vertrauen kann. Und ich weiß, da draußen euch interessiert das auch. Wo könnt ihr denn jetzt mit gutem Gewissen Saatgut kaufen? So, jetzt kommen wir zu der Firma und zwar Magic Garden Seeds. Hier sind jetzt zwei Sachen drin, zwei verschiedene kleine Pakete. Und darum soll es nachher auch in der Verlosung gehen. Da zähle ich aber gleich dann auch noch wieder was zu, also zur Verlosung oder später, hier nach. Das sieht dann so aus. Da haben wir einmal das Wilde Gartenegg Bio und frühes Gemüse Bio. Einmal die zwei Pakete. Ich finde total liebevoll gestaltet, oder? Ich mag dieses Design nach wie vor, diese ganzen Blumen, auch hier bei diesem Heft. Guckt euch das an, liebevoll gestaltet. Und, oh, mit Bildern. Na, eine schöne Geschichte. Ja, guckt euch das an. Ist das nicht schön gemacht? Da steckt so viel Liebe drin. Also, da sind Menschen mit Herzblut bei. Das sieht man. Ich freue mich riesig darüber. Also, das ist schön, dass ihr mich unterstützt, wenn ihr zuseht. Ich finde das klasse, was ihr macht. Und davon sollten mehr Menschen wissen. Deswegen, Magic Garden Seeds kann ich euch definitiv empfehlen. Geht da mal stöbern auf deren Seite. So, jetzt wollt ihr bestimmt wissen, wie so ein Überraschungspaket geöffnet aussieht. Und das ist ja nun mal gar kein Problem bei mir. Denn das Paket doch mal aus. Ne? So. Und weg. Ihr guckt euch das an. Also die geben sich richtig Mühe. Ich finde das toll. Richtig, richtig schön. Fair, einzigartig, transparent, nachhaltig steht hier. Unsere Werte. Da geht es auch um vergessene Kultur- und Nutzpflanzen, die ich euch auch wieder näher bringen möchte. In diesem Fall nicht in diesem Video, das werde ich tun im Garten, in der Reality, direkt im Beet. Aber naja, wir haben nun Winter und das ist halt nächstes Jahr wieder dran. Könnt ihr mal auf deren Seite nachgucken, die sind transparent, biozertifiziert. Also man kann komplett nachverfolgen, wo die ihr Saatgut herbekommen. Ich finde das grandios, ich finde das toll. Definitiv etwas, was man fördern muss. Ja. Ich stehe da gerade mit meinem Namen, würde ich sagen. Und das mache ich super selten. Wie ihr wisst, bei mir gibt es nahezu keine Werbung auf meinem Kanal. Klar, das, was YouTube da irgendwie reinschaltet. Und in diesem Fall ja, geht es um eine Firma, die ich bewerbe. Das habe ich bisher erst einmal gemacht. Das war schon mal diese Firma. Das war der Anzugknaller aus dem, ich glaube, März, April in dem Dreh war das. Wen das nochmal interessiert, das war ein super, super langes Video. Ich glaube, das ging über eine Stunde. Das findet ihr da oben. Das war eine ganz besondere Zeit für mich. Umbruchstimmung. Transformation könnte man sagen. Teile meiner Handicaps habe ich so bearbeiten können, dass ich vorangekommen bin im Leben. Und ja, wenn ich jetzt gucke und diese Umbruchstimmung ist schon wieder so viel passiert. Ja, ich glaube, das merkt man mir auch an. Okay, wir waren bei Fairness, Einzigartigkeit, Transparenz. Jetzt kommen wir zum Thema Nachhaltigkeit. Da schreiben sie, wir bieten ausschließlich samenfestes Saatgut, keinen gentechnisch veränderten und keine Hybridsamen. Unsere Verpackungen sind umweltfreundlich, konntet ihr gerade sehen, und können wiederverwendet werden. Alle Arbeiten, Design, Herstellung der Verpackung und das Abfüllen der Samen von Hand werden in Deutschland durchgeführt. Also wenn das nicht förderungsfähig ist, super, super gut. Ich finde es genial. Ich freue mich. Also schön, dass ihr mich unterstützt. Vielen Dank an dieser Stelle. Es ist schön, wenn wir was fürs Gemeinwohl tun. Und
Ja, Transparenz, das wollen wir doch alle, gerade in der heutigen Zeit. Ich muss dazu sagen, es gibt so viele Firmen, die Marketing strategisch ist ausnutzen, das Wort Nachhaltigkeit und auch andere Gedanken dafür zu benutzen, um ihr Produkt zu bewerben. Und dabei sind die meistens, nee, nicht meistens, sondern es gibt viele tolle Firmen, gar keine Frage, aber es gibt noch viel mehr hinterhältige Firmen, die euch linken wollen. Also nur weil nachhaltig, biologisch oder sonst was irgendwo draufsteht, bedeutet das noch nicht, dass das da drin ist. Dieser Firma allerdings vertraue ich. Und die haben sich die Leute auch schon mal nochmal vorgestellt, aber diese Sachen zieht bitte aus der Internetseite. Wir wollen ja mal zum Päckchen kommen. Wunderschön. Also ich bin ja auch gestalterisch, ich sag mal, ausgebildet, könnte man nicht sagen. Ich denke, das liegt in einem. Das ist ja ein Talent. Oder wie auch immer man das sehen möchte. Das ist so schön. Das zieht mich richtig mit. Richtig, richtig schön, oder? Was meint ihr? So, genug gelabert. Das kommt jetzt weg. Und jetzt kommen wir zu diesen zwei Geschichtchen. Na, wo fangen wir an? Dem. Das packen wir nochmal weg und dann wollen wir mal gucken, was da drin ist. Was haben wir denn? Frühes Gemüse Bio. Early Vegetable Organic. Mit EU-Landwirtschaftssiegel, DE Öko, hast du ja nicht gesehen. Super gut. Oh, ist ein Saatgutset. So Überraschungssets, ich finde das grandios. Ja, ihr könnt das auch nicht abwarten. Ne? Ich mache immer so einen Freudentanz um die Sachen. Ich weiß, unter euch da draußen sind viele ungeduldige Menschen. Da müsst ihr jetzt durch, da quäle ich euch. Aber es führt ja alles zu was Gutem. Wie mache ich das denn jetzt auf? Ah, boah, die sind ja schön gemacht. So. Boah, das ist so liebevoll gemacht. Ich feiere das. Guck mal. Deckel zur Seite. Den packen wir mal da ein. Schön. Wisst ihr was? Ich glaube, das ist sinnvoll, oder? Was mir so wichtig. Nee, ist wenig. Okay, lassen wir das ohne. Hier haben wir nochmal Aussaat- und Pflegetipps sind drin. Growing vom Seed. Ich denke mal, das ist das gleiche, nur in Englisch. Ja, kenne ich, habe ich mir schon mal angeguckt. Das seht ihr auf jeden Fall im Anzuchtknaller. Vielleicht gibt es auch Änderungen drin. Ich schaue mir das nochmal in Ruhe an. Also, das, was hier drin sind jetzt drei verschiedene Saatgutpäckchen. Und das sind ja immer Überraschungen für euch da draußen. Also das, was ihr letztendlich gewinnen könnt, wird noch was anderes sein. Es kann aber auch das werden. Da haben sie ganz verschiedene Sets. Wir haben jetzt hier, oh toll, das passt ins Programm. Hier ging es jetzt nun um frühes Gemüse. Da haben wir einmal, oh, ich liebe dieses Geräusch, ne? Richtig liebevoll gemachte Packung. Echter Spinat, Matador Bio. Dann haben wir als nächstes die dicke Bohne Hangdown hier. Den zeige ich auch nochmal. Das sieht dann so aus, das Geschichtchen. Und als letztes haben wir noch, das ist hier schön, den Kopfsalat Maikönig. Spannend. Oh, das gefällt mir. Super. Ja, gewinnen könnt ihr nicht die Sets, sondern ihr werdet noch eigene gewinnen können. Da nochmal für die Kamera. Okay. Die packe ich jetzt mal zu. Ah, das ist so schön und stabil und geschützt, ne? Das hier ist ja so ein Schutzraum, dass dem Saatgut nichts passiert, dass die Sachen gut geliefert werden. Also die machen sich richtig Gedanken, also toll. Ich habe nichts zu meckern. Richtig gut. Richtig gutes Voll. So, nun kommen wir das wilde Garteneck. Da bin ich ja mal gespannt, was da drin ist. Es steht hier hinten übrigens auch drauf, aber ich habe mehr Lust auf Überraschungen, deswegen machen wir einfach mal die Überraschungsgeschichte. Jetzt blende ich das auch mal aus, auch wenn ich hier gerade mit dem Messer längs gehe. So, Messer brauche ich nicht mehr. Und dann machen wir das doch mal auf. So. Gleiches Spiel, wieder dabei. Oh, hier wird Danke gesagt. Ach. Wenn ihr es bekommt, könnt ihr euch das selber durchlesen. So, und okay, krass. Ah, das ist unterschiedlich. Also, ihr habt gesehen, gerade in dem Päckchen waren drei Stück drin. Verrate ich noch nicht. Schauen wir mal. Was haben wir denn hier? Hier haben wir einmal mauretanische Malve. Ach, das sind diese Blumen, die man essen kann. Toll, super gut.
Dann haben wir hier den echten Ehrenpreis. Was war ein Ehrenpreis noch? Ich glaube, das habe ich auch in meinem Garten schon mal gesehen. Ich frage euch ja gerne mal, wie meine Pflänzchen heißen. Und bei der Geschichte, ja, meine ich den echten Ehrenpreis. Ah, ich habe eine Erinnerung beim kleinen Gewächshaus. Da war was, da war was. Gut, marokkanische Malve, echter Ehrenpreis. Dann haben wir hier Rheinfarn. Komisches Wort, das irritiert mich ein bisschen, aber heißt so wie es ist, ist eine mehrjährige Wildblume. Wunderbar. Das ist Nummer 3. 3 waren jetzt gerade in dem Paket, habe ich ja gesagt. Und hier kommt noch mehr. Guck mal. Hier haben wir die wilde Karde Bio. Super gut. Muss ich auch mal ein bisschen recherchieren, was da. Wilde Karde. Hatten wir noch mal, ne? Da wird doch schon mal irgendwie was erzählt. Aber Saatgut hatte ich noch nicht da. Die wilde Karde. Ah, doch, da klingelt irgendwas. Karde. Damit kann man was anstellen. Also außer zu gucken, wie es wächst und vielleicht essen oder ja, was auch immer. Das Paket war ja nicht zum Essen, oder? Muss man. The Wild Garden Corn, das wilde Garden Egg. Warum nicht, ne? Also wir essen auch, was wir essen können und wollen. So, dann haben wir hier Bienenfreund Rheinfarm Facelie. Ich war kurz irritiert wegen dem Rheinfarm. Da könnt ihr das sehen, wird mit AI geschrieben. So wie zum Reinfahren, das lege ich mal unter den anderen. So, und dann haben wir tatsächlich noch mehr drin. Ganz dünn. Eine große Brennnessel. Mehrjährige Wildstaude für Sonne bis Halbschatten. Ja, ich habe Brennnessel auch noch nicht ausgesät, aber große Brennnessel scheint ja irgendwas Besonderes zu sein. Ich freue mich. Cool. Spannend. Geil. Da muss ich gleich nachher mal nach Bildern gucken. Des Weiteren werde ich jetzt zur Verlosung kommen, also aufgepasst. Das mit der Verlosung ist so eine Sache. Ich möchte das mit den Verlosungen immer so zwangfrei wie möglich halten. Also hier mit Abonnieren und Daumen nach oben und so weiter. Das, ne, ich setze euch da nicht unter Druck. Mir ist das wichtig, dass es was Gutes ist. Und klar, ich lasse mir mal ein bisschen was einfallen, was meinen Kanal angeht. Wie zum Beispiel das Fraglas-Geschichtchen oder wie auch immer, wo das dann immer hinführt. Und bei der Geschichte wird das auch ähnlich verlaufen. Und zwar bei der Verlosung, erstmal worum es geht. Es wird um, ich kann 2 Packungen, also je eine Packung kann ich verlosen. Da und da. Das wird nicht genau das gleiche sein. Die haben, glaube ich, ich weiß gar nicht, wenn ich das aus dem Kopf noch überlege, ich glaube 150 verschiedene Päckchen. Von daher, lasst euch überraschen. Es wird so sein, wie ihr mitmachen könnt. Da werde ich euch doch noch ein bisschen fordern. Aber nicht so wie gerade schon erzählt. Also kein Abo, kein Dings da. Ich setze euch da nicht unter Zwang. Und ihr müsst auch euch nirgendwo registrieren oder Internetseite. Mich stört selber sowas woanders. Und dann mache ich meistens gar nicht mit. Das interessiert mich nicht. Ja, aber ich möchte es euch trotzdem nicht ganz so einfach machen. Deswegen kommen wir jetzt zu den Teilnahmebedingungen. Wie kannst du mitmachen? Und zwar unter diesem Video, ja, schreibst du einen Kommentar. Und zwar, welches Video hat dir persönlich am besten gefallen auf meinem Kanal? Vielleicht auch mit einer Szene. Du darfst gerne davon erzählen, das würde mich freuen. Also alle mit Kommentar unter diesem Video, mit ihrem Lieblingsvideo und im Idealfall der Lieblingsszene, aber das ist keine Bedingung. Einfach nur, welches Video hat euch am meisten erfreut, am meisten Spaß gemacht, war vielleicht von Ernstigkeit für euch am wichtigsten. Wie auch immer, schreibt es unten in die Kommentare und ihr nehmt automatisch an dieser Verlosung teil. So, ich würde sagen, da das Jahr nicht mehr so lang ist und das Neue nicht mehr fern, wird das so sein, dass ich jetzt sage, wir haben heute den, was haben wir denn heute? Ich glaube den 19. Morgen kommt das Video wahrscheinlich online. Ich würde sagen, genauso wie bei der anderen Verlosung, ja, andere Verlosung. Es gibt nämlich noch den Community-Tab bei mir. Da läuft auch schon die ganze Zeit eine Verlosung für ein Nachhaltigkeitsüberraschungspaket. Aber das dann nochmal an anderer Stelle. Darüber habe ich im letzten Video etwas erzählt. Da geht's lang. Aber bei dieser Verlosung, da machen wir jetzt auch den 31.12. letzter möglicher Teilnahmetag für euch. Also ganz easy. Und für alle, die jetzt bei der Hülle und Fülle meiner Videos gar keine Ahnung haben, was sie jetzt benennen sollen, oder die sagen, frisch mir das nochmal irgendwie auf, für die habe ich auch was. Ich habe ja nicht nur dieses nachhaltige Saatgut angekündigt, sondern auch einen kleinen Jahresrückblick. Ein paar persönliche Highlights für euch raus aus meinem Gartenjahr. Die Zusammenfassung folgt jetzt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen.
bewegt sich nichts. Tomate erwarte ich tatsächlich ein bisschen was. Die Startseite von Magic Garden Seeds. Ich hatte schon so einen schönen Abspann und habe leider nicht auf Aufnahme gedrückt. Das passiert auch mal. Das kennen die anderen YouTuber da draußen auch. Eine Hängematte dahinter schöner und die ist auf jeden Fall flacher befestigt. Da vorne sind die von eben gezeigten Kräuter. Dann habe ich das Ganze mit Totholz ein bisschen in verschiedene Ebenen aufgeteilt. Überall in Kanatklee. Ich habe das natürlich so breit gemacht, dass ich mit der Schubkarre ganz gut durchkomme. Den Teil da vorne habe ich ausgelassen. Das war mir zu aktig gestern. Oder vorgestern vielmehr. Ja, und ansonsten hier der Weg. Hier findet gerade das nächste Interview statt. Das habe ich auch schon hinter mir. Der Herr Rigotti nimmt uns alle mal 2-3 Minuten aufs Korn. Mein Vater steht da gerade vorne und besorgt mir eine Bananenpflanze für meinen Garten. Das ist ja das totale Highlight für mich. Ich kann halt Kinderquartett mitspielen, man kann Memory mitspielen. Ich habe eigene Spielmodi überlegt. Design-Duell habe ich eingenommen. Dann haben wir da vorne jede Menge Salat und ein Red Giant China. China-Salat, genau. Dann bei meinem Kartoffelexperiment, ich finde, das sieht hier richtig gut aus. Na Kumpel, kannst du nicht hier mein Kohl anfressen, das geht nicht. Doch, ich teile sehr gerne. Sehen bei meinem Tomatenbeet, da habe ich hier quasi, hier sind immer Hohlräume. Also das ist alles eine Möglichkeit. Darunter hat bestimmt schon jemand rumgelungert. Oder tut es immer noch. Es geht auch halt bis darüber zum anderen Beet. Vorletztes Jahr habe ich angefangen. Ich bin jetzt 1,5 Jahre dabei. Ich merke, wie immer mehr Tiere in meinen Garten ziehen durch diese ganzen kleinen Hotspots. Auch nix. Ja, und dann gibt es natürlich ein paar Stellen, die Klaus und Dani gerne besuchen. Die sitzen hier zum Beispiel gerne, das hat Klaus mir gerade erzählt. Das könnte dann so aussehen, aber sieht ja nun mal so aus jetzt. Wir haben nur Blödsinn vor, wir können auch gar nicht mehr denken eigentlich. Das ist sehr zufriedenstellend. Ich mach mal weiter. Dieses Seilsystem möchte ich auch nicht mehr missen, mit Gegengewicht. Wenn es regnet, entsprechend saugt sich der Stein voll Wasser. Und bei einer schweren Tomatenpflanze ist das dann der automatische Ausgleich. Durch eindrehenden Blättern braucht ihr keine Sorgen haben. Das können verschiedene Symptome sein. Das kann sein, dass ein Licht, das unten eine Maus an den Wurzeln knabbert. Es kann sein, dass das überwässert wurde. Es kann aber auch überhaupt nichts los sein. Also macht euch keinen Kummer, wenn die sich so eindrehen, ist alles cool. So, ich bin da am Mittelpunkt. Frisches Gemüse für die Jungs. Auf dem Blatt sitzen? Ja, sowas entgeht mir nicht. Hallo, ihr seid im Internet. Okay, das scheint ihnen nicht zu gefallen, dass sie im Internet sind. Alles zusammen kochen. Ja. Schmeckt sehr gut. Und ich hole noch Kräuter. Sehr gut. Also mein Buchtipp sollte jeder zu Hause liegen haben und einmal gelesen haben. Das hier ist letztendlich auch eine aktuellere Variante. Hier ist Bokashi drin. Und das Ganze lasse ich in dieses System zur Humosphäre von nach Herwig-Pommeresche einfließen. Somit habe ich auch einen eigenen Weg.
Die sagen Tschüss. Ciao. Und beim Tschüss machen wir so. Ja, okay. Ach, vielleicht ist das wieder gut. Wer weiß, guck doch mal rein. Ja, ja, aber wir machen noch einen. Ein, zwei, okay. So. Sven und ich sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und weg. Für mich ein ganz wunderbares Gartenjahr. War es nicht ein tolles Gartenjahr? Definitiv eine schöne Zeit. Persönlich bin ich sehr gewachsen dieses Jahr. Mir geht es im Moment auch sehr, sehr gut. Auch wenn das nach wie vor eine Zeit des Verarbeitens ist, ist es für mich definitiv, geht es immer einen Schritt nach vorne. Und jetzt wartet bald das neue Jahr und es gibt Neuigkeiten, die ich heute erfahren habe. Und das ist eine kleine Belohnung für alle, die so weit gekommen sind und bis zum Ende geguckt haben. Meine treuen Zuschauer, ich richte das gerne mal so ein bisschen drauf aus, dass es am Ende gerne Sachen gibt, ja, die man am Anfang nicht mitkriegt. Also im Grunde genommen ist das immer so, aber es sind dann auch manchmal Besonderheiten, die als Spoiler auftauchen, aber später wird das natürlich nochmal eingefangen, dass das alle mitkriegen, gar keine Frage. Aber jetzt so als kleinen Spoiler als kleine Belohnung für alle, die bis hier gesehen haben. Es ist so, dass ich ja das Projekt Stadtgarten habe. Dazu habe ich ja das Video gemacht, schon das erste dieses Specials. Da ging es um den Stadtgarten. Und bei diesem Stadtgarten sind wir vorangekommen. Und zwar heute gab es einen Termin mit potenziellen Trägern oder einem potenziellen Träger. Und das sieht sehr vielversprechend aus. Wir sind uns so generell einig, wollen das Gleiche, setzen uns für die gleiche Sache ein, also alle an einem Strang und die wollen uns unterstützen bei der Sache. Und jetzt geht es natürlich um Papierkram, Verträge, Förderungsgeld beantragen und so weiter und so fort. Also da hängt einiges dran. Ich bin da gerade in einer Position mit Kostenvoranschlägen für bestimmte Sachen. Und ja, wir sind eifrig zu Gange und heute ist ein ganz besonderer Tag, was das angeht. Definitiv wieder ein großer Schritt nach vorne. Stadtgarten, wir kommen. Es geht auf jeden Fall los. Ich bin mir sicher, das fühlt sich richtig gut an. Auch auf dem Grundstück, unsere Vision auf diesem Grundstück, dass die nachher Wirklichkeit wird. Ach ja. Ja, ihr Lieben. Das soll es auch schon gewesen sein. Eine ganze Folge gespickt mit vielen Sachen. Ich habe natürlich wieder viel erzählt. Aber es gab auch viel zu erzählen und zu zeigen. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne, besinnliche Weihnachtszeit. Es ist ja immer so eine Umbruchstimmung. Man lässt Altes hinter sich. Das ist ja jetzt gerade so eine Phase. Es fängt ja meistens auch schon im Herbst an, dass das so umbricht. Ich habe mitgekriegt, dass viele Menschen gerade so echt so dicke Brocken hingeworfen kriegen, ein nach dem anderen. Aber es lichtet sich. Nächstes Jahr wird ein ganz tolles Jahr. Da bin ich mir ganz sicher. Ich habe ein gutes Gefühl dabei. Diesmal melde ich mich bestimmt auch nicht zum letzten Mal für dieses Jahr. Was haben wir? Ja, nö, ach, ich melde mich bestimmt noch mal. Ein, zwei Videos kriege ich bestimmt noch hin. Ja, also schöne Feiertage, eine besinnliche Zeit. Falls wir doch nicht hören sollten, auch einen guten Rutsch, aber da melde ich mich bestimmt noch mal. Ich bin raus, euer Lars und weg. Ach, herrlich. Ich hoffe, alles ist drauf.